Wir befinden uns gerade auf einer Schwarzerlen-Samenplantage. Bei Samenplantagen handelt es sich um Reproduktionseinheiten, sozusagen die Besten der Besten, die auf einer Plantage zusammengeführt werden. In weiten Pflanzabständen, die wie Solitärbäume behandelt werden, um später effiziente und produktive Ernten durchführen zu können. Hierfür werden besonders gesunde, vitale und qualitativ hochwertige Individuen in einem bestimmten Herkunftsgebiet ausgewählt, sogenannte Plusbäume, und deren genetischen Informationen auf einer Samenplantage zusammengeführt. Die meisten unserer Samenplantagen sind sogenannte Klonsamenplantagen. Hierfür bedient man sich Techniken aus dem Obstbau. Ein sogenannter Reißer, ein vitaler und frischer Zweig aus dem oberen Teil der Krone des vorher ausgewählten Plusbaumes wird gewonnen und auf einer Unterlage derselben Baumart veredelt. Die Vorteile einer Klonsamenplantage liegen in der Kopie der genetischen Erbanlage der vorher ausgewählten Plusbäume und einer deutlich früher eintretenden Fruktifikation. Je nach Baumart kann hier nach 15 bis 20 Jahren mit der ersten Saatguternte gerechnet werden. Wichtig bei der Wahl einer geeigneten Fläche für eine Samenplantage sind die Standortansprüche der jeweiligen Baumart hinsichtlich Wasser-, Wärme- und Nährstoffversorgung, sowie die Neigung, die Exposition und die Erschließung der Fläche für die spätere Ernte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Anbaurisiko der jeweiligen Baumart auf die nächsten 80 Jahre, um langfristig eine Saatguternte gewährleisten zu können.